alle YouTuber so, ah, healthy lifestyle. Und ich so, kipp mal kurz 300 Gramm Marshmallows in den Topf. Hallo meine lieben Freunde da draußen und willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht konntet ihr es schon raten, aber wir machen heute was Leckeres. Hoffentlich. Und zwar wisst ihr ja vielleicht, dass ich vor kurzem in Amerika war und ich habe fast vergessen, wie lecker das amerikanische Essen ist. Denn ich zeige euch heute ein paar meiner Lieblingsrezepte, die ich aus Amerika kenne. Zum Beispiel auch die Panera-Suppe, die ich euch schon 5 Millionen Mal gezeigt habe. Und ich freue mich, sie heute das erste Mal nachzumachen. Außerdem machen wir Rice Krispie Treats. Das gibt es hier so gar nicht. So lecker und haben eigentlich nur 2 bis 3 Zutaten. Sagt mir unbedingt Bescheid, ob ihr solche Videos öfter sehen möchtet und stimmt hier oben ab. Und dann legen wir jetzt los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Als erstes machen wir die Broccoli Cheddar Soup. Und zwar gibt es die bei der Kette Panera Bread. Das ist mein absoluter Lieblingsladen in Amerika. Ihr müsst unbedingt diese Suppe probieren. Das ist eigentlich der Grund, warum ich zu diesem Laden gehe. Beziehungsweise, ich hoffe, es schmeckt so, weil ich habe dieses Rezept noch nie nachgemacht. Und ich habe hohe Erwartungen. Die ganzen Zutaten und Mengenangaben und so weiter habe ich euch in die Infobox geschrieben. Ich habe zum Beispiel ein bisschen was umrechnen müssen, denn das Rezept, das ich benutze, ist aus Amerika und deshalb ist alles in Cups angegeben. Was ich jetzt erstmal noch machen muss, ist den Brokkoli in ganz kleine Stückchen machen, damit ich das auch noch kochen kann und eine halbe Zwiebel schneiden. Okay, das ist alles geschnibbelt. Ich kann euch übrigens einen Tipp geben, wenn ihr Zwiebeln schneidet und ihr nicht heulen möchtet. Ich habe nämlich auch fast nicht geheult dieses Mal. Dann müsst ihr mal probieren, einen großen Schluck Wasser in den Mund zu nehmen und die ganze Zeit während dem Schneiden Wasser im Mund zu haben. Die Zwiebeln werden jetzt erstmal ein kleines bisschen angebraten in ein bisschen Butter. So, das sieht doch ganz gut aus. Da schmeißen wir jetzt mal die Zwiebeln rein. Nom, nom, nom. Okay, das sieht doch sehr gut aus. Die kann ich jetzt wieder rausholen eigentlich. Ich fühle mich heute so, als hätte ich hier so eine voll coole Kochshow. Und jetzt mache ich 50 Gramm Butter da rein. Also das ist ein Viertel Cup, also viel. Wow. Und jetzt soll man scheinbar ein Viertel Cup Mehl dazu machen. Ich glaube, das ist dann sowas ein bisschen wie so eine Mehlschwitze. Bete, dass dieses Rezept gut ist. Und dann rühren. Als nächstes machen wir Folgendes. In Amerika gibt es Half and Half Milch, also halb Sahne, halb Milch. Und da das einfach nur halb ist, fragt mich nicht, warum es das fertig zu kaufen gibt, machen wir das einfach selbst mit Sahne und Milch. Just anybody, help! Eigentlich kann man einfach eine ganze Sahne nehmen. Hilfe! Wow, ich sollte echt Profikoch werden hier. Die Nerven liegen blank. Als nächstes soll man Hühnerbrühe reinmachen. Das lassen wir jetzt für 10 Minuten ja, köcheln. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin voll fasziniert, wie man so Suppe macht. Ich bin vielleicht auch nicht der größte Koch. Anyways. Irgendwann später. Jetzt machen wir eigentlich nur noch Zwiebeln, Karotten und Brokkoli rein und dann muss es wieder kochen. Ich bin der schlechteste Koch der Welt. Aber ich muss sagen, das riecht alleine schon ganz schön geil. Ich meine, es ist einfach nur gekochte Sahne im Grunde. Laut dem Rezept braucht man 3 Cups Brokkoli. Ich finde es total bescheuert, dass man das in Cups misst. Wie soll das funktionieren? Keine Ahnung. Ist das jetzt ein Cup? Was ist ein Cup? Das ist irgendwie so Ansichtssache. Theoretisch wäre das einer. 2 mit ganz viel Fantasie. So, das wären jetzt 3 Cups Brokkoli. Und ich habe jetzt noch ein ganz kleines bisschen über. Also wahrscheinlich schmeiße ich das jetzt einfach auch noch da rein. Aber man kann ungefähr sagen, einen Brokkoli. Das hier werde ich jetzt für weitere 20 bis 25 Minuten köcheln lassen auf niedriger Hitze, damit auch alles schön durch wird. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
20 Minuten später. So, die 20 Minuten sind rum und ich finde, dass meine Suppe schon sehr, sehr gut aussieht. Sobald ich mich erinnern kann, sieht die von Panera genauso aus. Das Rezept, das ich gefunden habe, schlägt jetzt Folgendes vor. Und zwar kann man sich so ein kleines bisschen rausmachen und dann pürieren. Das werde ich jetzt mal probieren. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt im Topf. Ich weiß auch nicht, was ich mir gerade dabei gedacht habe. Aber eben nicht alles, weil wir möchten natürlich auch noch Stücke haben. Okay, ich würde sagen, das reicht auch schon. Also soll wirklich nur ein bisschen sein. Perfekto. Jetzt kommt noch Salz und Pfeffer rein. Da ist tollerweise keine Mengenangabe drin gewesen. Ich mache jetzt einfach mal, wie ich denke. Ich weiß gar nicht. Soll ein bisschen da was schmecken? Eigentlich mag ich gar keinen Muskatnuss. Aber fürs Rezept mache ich es jetzt einfach mal. In Amerika kochen die generell total viel mit Muskat. Aber gut, ich würde jetzt mal sagen, so eine Messerspitze. Und zum Schluss kommt da noch massenhaft Käse rein. Und zwar habe ich sogar Cheddar-Käse gefunden. Und zwar ist es der, den die in Amerika einfach total oft benutzen. Den habe ich zum Rewe gefunden. Hashtag keine Werbung. Wir brauchen um die 250 Gramm. Also ich mache das jetzt mal so ein bisschen, ne? Ihr wisst schon. Ist aber schade. Da ist ein bisschen mehr Käse reingekommen, als ich wollte. Oh. Mein Herz geht gerade auf, ihr habt ja keine Ahnung. Ich bin gerade so glücklich. Meine Erwartungen sind gerade... Ja, wenn das jetzt was ist, drückt die Daumen. Ich glaube, da fehlt irgendwas. Ich glaube, ein bisschen Pfeffer noch. Das ist besser. Gut, das ist sie jetzt für die nächsten 200 Tage, Jahre. Das ist abartig gut. Wir richten das Ganze jetzt aber nochmal schön an. Diese Suppe bestelle ich mir immer in einer sogenannten Bread Bowl. Aber ich versuche das jetzt so gut wie es geht nachzumachen. Ich hoffe, die Suppe läuft hier nicht gleich raus. Bei Panera schneiden die dann nämlich immer den Deckel ab. Den Deckel kriegt man dann immer so an der Seite mitserviert. Okay, nirgendwo sonst werdet ihr jemanden finden, der so enthusiastisch über seine Suppe spricht. Außer vielleicht bei Oma oder so. Probieren es aber zusammen. Das Geile ist nämlich an dieser Suppe, wenn man die in einem Brot serviert, dass sie von innen eben diese Brotwand aufweicht. Und dann kann man das so mit aushöhlen und das ist einfach der Himmel. Okay. Also das ist schon sehr, sehr, sehr nah an dem, was Panera macht. Ich habe keine Worte mehr. Bevor ich euch jetzt hier aber was voresse, solltet ihr sie vielleicht einfach selbst nachmachen, denn es ist es zu 100% wert gewesen. Wir machen aber weiter mit dem nächsten Rezept. Als nächstes machen wir die Rice Krispie Treats und erstmal bin ich total fasziniert, dass ich die Zutaten gefunden habe, beziehungsweise diese Rice Krispie Dinger. Die habe ich beim Lidl, Hashtag keine Werbung, gefunden. Falls ihr keine findet, habe ich auch schon im Internet gesehen, dass manche Leute einfach diese Honig Snacks. Die schmecken einfach nur nach gar nichts. Die sind so aufgepufft. Und ich glaube, deshalb funktioniert es eben so gut mit den Marshmallows zusammen. Denn die brauchen wir auch. Also eigentlich brauchen wir nur Marshmallows, Rice Krispies, Butter und Salz. Auch wenn ihr euch jetzt denkt, okay, das wird nicht so besonders sein. Das schmeckt so gut, Leute. Und zwar habe ich diese kleinen Marshmallows, weil die viel besser schmelzen. So, und die kommen jetzt erstmal in meinen Topf zusammen mit 12 Gramm Butter. Und hinzu kommen die Marshmallows. Okay, dann schmelzen wir das doch mal. Und zwar scheinbar bei mittlerer Hitze. Ich habe die einmal gemacht in Amerika mit meinen Gastkindern. Aber schauen wir doch mal. Ich glaube, das geht jetzt ziemlich schnell. Nicht karamellisieren. Soll man auch ein ganz bisschen Salz reinmachen. Wusch. Ich hoffe, das war nicht zu viel. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es gerade alles burnt. Oh Gott, es karamellisiert. Oh Gott, okay. Das geht so schnell. Okay, dann schmeißen wir doch mal die Rice Krispies rein. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass es so schnell geht. Das ist auch schon das ganze Rezept. Tada. Okay, 3 Sekunden kann es vielleicht kurz da drin bleiben. Ich werde meine Rice Krispie Treats in dieser IKEA-Schale machen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, ich glaube, auch von der Portion her sollte das gehen. Am besten wäre Backpapier, weil für den Fall das. Aber ich habe kein Backpapier mehr. Wow, ich bin richtig gut vorbereitet. Deshalb sprühe ich das jetzt mit ganz viel von diesem Sprayfett ein. Aber über der Spüle lieber. Okay, wie kriege ich das jetzt raus?
Flatsch. Okay, ich habe jetzt schon so Bock, das alles zu essen. Da kann man natürlich alle möglichen Sachen reinmachen. Ich habe schon Rezepte mit Oreos gefunden. Alle YouTuber so, healthy lifestyle. Und ich so, kipp mal kurz 300 Gramm Marshmallows in den Topf. Ob ich diesen Topf wieder sauber kriege, das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, das ist doch schon eine ganz gute Portion. Eigentlich möchte ich es noch ein bisschen gerade machen. Vielleicht, wenn ich meine Hände einfette? Ich probiere es mal. Ja, pures Fett. Aber es geht, meine Hände kleben nicht. Und das werde ich jetzt, ich glaube, in den Kühlschrank stellen. Einfach damit es schön auskühlt und dann können wir es nachher auch schon zurechtschneiden. Aber ich muss sagen, das mit dem Fett war einfach die beste Idee, weil ich das nachher einfach rausploppen kann. Eine Stunde später. So, die Rice Krispies standen jetzt für, ja, ungefähr eine Dreiviertelstunde draußen und ich glaube, das sieht ziemlich gut aus. Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu viel Fett benutzt. Come on! Das war echt zu viel Fett. Vielleicht kann ich es auch retten. Hatte so eine Panik darum, dass ich das nie wieder aus dieser Form rauskriege. Da habe ich es vielleicht ein bisschen verkackt. Aber immerhin blieb es nicht an der Form hängen. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, bin ich dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Okay, das war die dümmste Idee, glaube ich, die ich jemals hatte. Aber vielleicht, wenn ich das jetzt hier drauf mache, vielleicht löst sich das ja dann. Kochen mit Kati. Oh, es funktioniert. Yes. Yes, yes, ich bin der Pro. Obwohl ich kein Pro bin. Nehmt euch einfach davon mit, macht es auf Backpapier und nicht so wie ich. Denn ich bin dumm. Und dann schneide ich jetzt meine Rice Krispies. Das ist jetzt eine klebrige Angelegenheit. So, die setze ich jetzt mal hier hin. Übrigens ließ sich der Topf vorhin ziemlich gut sauber machen. Ich war richtig begeistert. My reputation's never been worth it. Ganz schön geil, würde ich sagen. Als ich es mit den Gastkindern gemacht habe, habe ich es richtig verkackt. Man konnte es kaum essen. Weil wir heute fancy sind, machen wir ein bisschen Schokolade noch dran. Ich habe hier so ein bisschen Zartbitter-Kuvertüre geschmolzen. Okay, somit wären auch diese Köstlichkeiten fertig. Lass es uns mal probieren. Hm. Geil. Durch die Schokolade schmeckt es ein bisschen so, als wäre der ganze Rice Krispie Schokolade. Macht ein bisschen Sinn, aber es ist sehr, sehr lecker. Ich glaube, Vollmilch wäre jetzt nicht so cool gewesen, weil man braucht ja nicht noch mehr Süße. Aber sehr, sehr, sehr lecker. Das waren jetzt erstmal meine zwei amerikanischen Gerichte, die beide sehr, sehr gut gelungen sind. Mit Ausnahme von dem Boden hier. Und ich kann euch jetzt eigentlich einfach nur noch sagen, ihr müsst unbedingt diese Rezepte ausprobieren. Wie schon erwähnt, steht alles nochmal in der Infobox. Mich würde es jetzt brennend interessieren, wie ihr solche Back- und Kochvideos findet. Ich dachte, ich mache mal wieder so ein bisschen Back to the Roots-mäßiges YouTube. Dadurch, dass ich jetzt so ein bisschen was ausprobieren möchte, bin ich ganz doll auf euer Feedback angewiesen und würde mich riesig drüber freuen. Ihr findet aber hier unten mein Get Ready With Me von letzter Woche und ihr könnt mich sehr gerne hier abonnieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Wir sehen uns dann nächste Woche in einem neuen Video wieder und bis dann. Tschüss.